Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Neujahrsansprache von Kanzlerin Merkel. Sie ruft die Bürger dazu auf, in der Corona-Pandemie solidarisch zu bleiben. Die Viruskrise sei historisch und sie zu bewältigen sei eine Jahrhundertaufgabe. Trotz aller Sorgen gebe es große Hoffnung, so Merkel mit Blick auf die angelaufenen Impfungen. Erneuter Lockdown in Irland. Premierminister Martin erklärte, das öffentliche Leben werde wegen stark steigender Infektionszahlen für mindestens einen Monat deutlich eingeschränkt. Seit gestern Abend dürfen die Menschen ihre Wohnungen nur noch für notwendige Zwecke verlassen. Handelspakt zwischen Großbritannien und der EU. Das britische Parlament hat dem Abkommen zugestimmt. Anschließend setzte Königin Elisabeth II. Als britische Staatsoberhaupt das Ratifizierungsgesetz in Kraft. Damit tritt Großbritannien heute Nacht auch aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion aus. Neue US-Sonderzölle für deutsche und französische Produkte. Betroffen sind unter anderem Flugzeugbauteile sowie bestimmte Weine und Cognacs. Hintergrund ist ein Streit über Subventionen für Boeing und den Konkurrenten Airbus. Die USA und die EU werfen sich gegenseitig vor, ihren jeweiligen Flugzeugbauer rechtswidrig zu unterstützen. Erdrutsch in Südnorwegen. Im Ort Ask ist in der Nacht zu Mittwoch ein bebauter Hügel abgesackt. 10 Menschen wurden verletzt, 11 weitere werden vermisst. Es ist unklar, ob sie sich im Ort aufhielten. Der Grund für den Abgang ist noch nicht geklärt. Das Wetter. Heute breiten sich dichte Wolken mit Schnee und Regen vom Westen bis zur Mitte aus. Im Osten und Südosten ist es freundlicher und trocken. Höchstwerte von 0 Grad in den Mittelgebirgen und bis zu 6 Grad auf Sylt.